Oh Leute, hier bin ich wieder, euer Amigo. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man die Walter P22 im Umarex-Nachbau zerlegt und wieder zusammenbaut. Bicolor Kaliber 9 mm PAK. Walter P22. So, jetzt sieht man sie schöner. Die sieht dann so aus, die Bicolor. Die normale ist komplett schwarz. Büroaufsatz, eh klar. Bürste, zweites Magazin. So, jetzt haben wir hier mal die Walter P22 im Umarex-Nachbau als Schreckschuss. Magazin, Auswurf, klar, hier der Hebel. In meinem Vorgängervideo hatte ich ja die Rec-Modell Goliath. Ich sage euch gleich eins, so viel kann man bei der hier nicht zerlegen. Aber ich kann euch ein bisschen mehr darüber erklären, weil die ist halt ein bisschen komplexer zusammengebaut. Ihr seht hier den Schnapper. Den macht er mal runter. Seitlich vielleicht mit dem Fingernagel ein bisschen aushängen. Dann schlicht und ergreifend, vielleicht, wenn ihr euch leichter tun wollt, mal einen Abzugshebel spannen. Mache ich jetzt nicht. Gut halten, zurück und nach vorne. Den seht ihr hier. Bei der P22 sieht die Rückholfeder so aus. Das hier liegt hinten an und vorne im Schlitten liegt das drin. So. Ja. Bei dem Schlitten hier gibt es nicht so viel Zweckswartung etc. Auch hier bei der Feder hier, weiß nicht, ob man die jetzt gut sieht, wenn ihr selber eine habt, hier bei der Feder ein bisschen Öl mit rein. Dann hier bei dem Haken auf der Seite. Seht ihr das? Das ist der Rückholhaken von der Patrone. Hier auch immer ein bisschen Öl mit rein. Schadet nicht. Tut ihm nichts Böses. Auch hier beim Sicherungsmechanismus auch immer ein bisschen was mit rein. Kann nicht schaden, hätte ich jetzt mal gesagt. So, dann legen wir mal weg. Dann haben wir jetzt hier den Lauf, den Schaft mit dem Abzug. Spannen lassen. Bei der ist immer zu beachten, wenn man sie weglegt, auch wenn sie geladen und gesichert ist, immer hier einen Daumen mit drauf und dann erst los. Weil dann besteht die Möglichkeit nicht, wenn zum Beispiel hinten der Mechanismus zum Sichern ein bisschen abgenutzt ist, besteht auch nicht die Möglichkeit, dass der die Patrone auslöst. Ja, hier auch immer ein bisschen Öl mit rein. Dann habt ihr ja den gesehen, den Pfeifenputzer. Pfeifenreiniger, ja. Wie man so schön sagt, könnt ihr aber wirklich einen normalen Pfeifenreiniger nehmen, weil ihr seht schon, bei meinem fehlt vorne ein Stück. Ja, wie man es halt lustig ist, abzwicken und vielleicht ein bisschen zusammendrehen, das wäre dann egal. Ich lasse ihn so, weil der hat sowieso ab hier das Kreuz drin. Ja, kann ich halt ein bisschen weiter rein. Und nehmt ihr von hinten das Ding und schiebt hier einfach mal rein, ein bisschen drehen. Und auch wie bei der Goliath, wenn alles massiv verkorkt ist, nehmt den Bremsenreiniger, wascht's mal durch. Es kann euch nicht schaden. Es schadet wirklich nicht. Beim Ölen hier, ihr seht hier, wenn's Magazin leer ist, bleibt da der Schlitten hinten. Da kannst du das dann entsichern, wenn du ein zweites Magazin reingehauen hast. Vielleicht auch hier einen Tropfen Öl mit rein. Hier drüben bei der Sicherung auch mal einen Tropfen Öl mit rein. Wie gesagt, bei Schreckschuss nicht so tragisch, entweder Waffenöl oder Feinmechaniköl. Ist im Endeffekt egal. So, sind wir hier beim Abzug. Ja,
sieht man hier unten das Gestänge drin. Hier, warte. Ich nehme mal hier Taschenlampe, vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Ja, man sieht es ein bisschen besser. Lass mal schauen, wie ich hier zurechtkomme. Sieht man das? Jetzt sieht man es schön. Das unten, das Gestänge auch immer ein bisschen mit ölen. Kann nie schaden. Wirklich, kann echt nie schaden. Ich sage immer so schön, wer gut schmiert, fährt gut. Ja, beim Schlaghebel auch immer ein bisschen Öl mit rein. Ja. Hier beim Magazin gibt es eigentlich nicht groß was zu ölen. Wenn ihr eine relativ lange Nadel habt fürs Öl, dann fahrt ihr hier unten rein. Dann seht ihr hier auf der Seite den Mechanismus, dass ihr vielleicht auch mal ein bisschen hin ölt oder was. Es ist aber nicht zwingend. Was ich immer empfehle, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine schwarze habt oder ein bisschen eine ältere, poliert den Schlitten auch immer ein bisschen mit Öl auf, Öl und ein Leintuch, dann bleibt er immer schön, kriegt er keinen Flugrost, bei dem sowieso nicht, es ist eloxiert. Aber ich sag mal, bei den älteren Modellen, wenn ihr jetzt eine PP oder PPK habt, von der als Schreckschuss, dann könnt ihr ein bisschen drüber fahren, dann bleiben sie immer schön, auch wenn ihr mehrere habt. Ich habe im Moment zwei. Das langt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie gesagt, hier Feder immer ein bisschen mitschmieren. Hier unten das, was sich bewegt. Also meine Devise ist, alles was sich bewegt, soll auch gut geschmiert sein. Weil irgendwas Schwergängiges bei einer Waffe ist nie gut. Genauso hier drüben wie der Mechanismus. Wenn der Schlitten heraus ist, geht der leer durch. Geht der Abzug leer durch. Wenn der Schlitten schön drin ist, spannt damit. Könnt ihr auch so jetzt nicht runterdrücken. Drückt den mit runter. Seht ihr, bewegt sich der Schlagbolzen nicht mehr. So. Jetzt Zusammenbau wieder. Easy peasy. Gesagt, mit dem Ölen. Beim Schlitten habe ich eh schon gesagt. Steckt da einfach hier die Feder wieder drauf. Ja, wie ihr seht, es ist im Wald nicht so viel Federn vorhanden wie bei der Goliath. Ist auch, muss ich sagen, um einiges besser gelöst. Hier die Feder mal rein. Immer schön schauen, dass der Bügel hinten ist. Hier die Feder mal reinstecken in die Führung. Ja, wenn man es richtig machen würde. Also mit dem Ding hinten rein. Hier mit drauf, ein bisschen Fremerei, dann zieht er nach hinten. Okay, gespannt sollte dann halt auch sein, sonst bekommt er den Schlitten nicht hinter. Hierher, relativ weit nach hinten und dann hängt es sich ein. Wie gesagt, bei jeder Waffe, es ist eine Waffe, es ist Schwarzpulver mit drin, das schnalzt wie Sau. Immer probieren, ist es auch drin, ja. Dann wieder schnappen hoch und hinten, wie ich vorhin gesagt habe, immer schön entspannen. Dann, ihr wollt Magazin, ich habe jetzt leere drin. Das war ja, was ich gemeint habe. Da habt ihr hier den Hebel dafür, wo er dann runterzieht, dann fährt er nach vorne. Und sobald ihr halt mal durchspannt, der Schlitten vorne ist, ist der hier offen. Habt ihr ja relativ viel Spiel, ja, hab's gerade gehört. Wenn offen ist, leicht, nur ganz leicht. Ihr könnt auch gleich so anfangen zu schießen. Er spannt sich von selber vor und fährt gleich durch. Ihr könnt natürlich auch einzeln repetieren. Bleibt dann eure Sache. So, das war's mal von meiner Seite. Ja. Haut da rein. Euer Amigo. Tschüss.